Die letzte Kuh macht's Gatter zu. Es gibt was Neues hier vom Jüß, wo der Mühlgraben in den See geleitet wird. Ich habe ja mit Sebi neulich ein Video erstellt wegen einer Aktion von dem Verein Jüß Seehilfe. Die haben nachgelegt. Das gucken wir uns gleich mal an. Dann gibt es noch etwas, das hat nichts mit dem Verein Jüß Seehilfe zu tun, vermute ich einfach mal. Das zeige ich euch einfach ganz, ganz nebenbei. Und dann gibt es noch etwas, und das ist wirklich völlig losgelöst von Herzberg am Harz, hat was mit dem Internet zu tun. Eine kleine Challenge für euch. Ich betrachte das halt eigentlich nur so als lustige Begebenheit, kommt ganz am Ende. Wir schauen mal, was man da wohl entdecken kann. Tiere am Jüß, auf dem Jüß, im Jüß, unter dem Jüß, überall Jüß. Und da ist eine Infotafel. Wir hatten dazu gezeigt, dass es hier eine Blühwiese gibt. Ich hoffe, der Ton ist nicht komplett vom Winde verweht. Ich habe das mit den Kopfhörern nicht so im Griff. Wir erkennen hier, der Verein Jüßehilfe hat ein Gatter errichtet. Ich habe zuerst gedacht, was ist das denn? Sollen hier Mikrokühe weiden? Aber das ist wohl nochmal ein ganz, ganz spezieller Schutz für die Anpflanzungen, die da möglicherweise stattgefunden haben, damit halt keine Bestien dort den Hang erklimmen, womöglich Geschäfte verrichten, sonst irgendwas Löcher buddeln. Das ist also nochmal ein Schutz dort für die Wildkräuter und scheint wohl notwendig zu sein. Es ist vielleicht auch nochmal so ein Hingucker, was dann den Blick in Richtung Blühwiese lenkt. Also von daher ist es eigentlich eine ganz nette Geschichte. Ist oben allerdings ein bisschen offen, aber da liegt ja ein Stein. Dann wissen die Hunde ja, dass sie da nicht reingehen sollen. Eine kleine Informationstafel ist hier. Und was halt auch noch neu ist, das kann man hier oben jetzt ein bisschen besser entdecken. Ich muss mal ganz kurz schauen. Da haben wir hier ein Insektenhotel, kommt hier hinten ein großes Insektenhotel, dort, und dann ist hier noch eins mit einem roten Dach, ne? Und dann geht es hier fröhlich weiter, weil dann können die Insekten nämlich zu dem Gatter fliegen und sich da laben an allem möglichen, was man da so knuspern kann für Insekten. Und hier ist noch ein Insektenhotel. Bei Insektenhotel fand ich das immer sehr lustig, weil ich mir gedacht habe, da hat jemand aus Totholz so eine Art Totholzimitat gebastelt, weil da dann die Insekten wohnen und leben können. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Also man könnte das ein bisschen ironisch betrachten. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Die Dinger werden halt ganz gut angenommen. Die sind ganz ansehnlich und die Menschen mögen es halt auch, wenn man da dann halt ein bisschen gezielter gucken kann, was denn in der eigenen Umgebung so kreucht und fleucht. Weil Insektenhotels Totholzimitat sind, muss man die ja auch nicht unbedingt wegwerfen, wenn die irgendwann mal durch sein sollten. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man aus den Trümmern ehemaliger Insektenhotels einen Haufen anschichten könnte, der wiederum ein Habitat für Insekten, für Eidechsen, für Igel sein kann. Also da kann man das einfach immer, immer weiter verwerten. Das muss nicht in die Tonne und um diese Tonnen geht es jetzt. Fällt euch etwas an diesem Mülleimer auf? Ich kann nur sagen, es gibt welche, die sehen inzwischen genauso aus und der blinkt und blitzt. Ja, da ist irgendwie so Feuer verzinkt, sieht's aus. Die haben also unsere Mülltonnen neu gemacht und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt nicht auf dem Mist der Jüßehilfe gewachsen, wie man das so schön sagt. Das dürfte eine Aktion von der Stadt sein. Ich finde es sehr schön, weil es halt einfach ansehnlicher wirkt. Ich bin gespannt, wie lange es hält. Und mir fällt dazu noch ein, die Jüßehilfe. Die verlinke ich natürlich wieder im Video, weil wir ja gesagt haben, die Aktion von der Jüßehilfe, die kostet Geld. Die kosten alle Geld. So eine Infotafel kostet 1000 Euro. Die Betreuung der Blühwiese und der Wasservögel, das kostet alles Geld. Deswegen kann man da mal gucken, ob nicht eventuell eine Vereinsmitgliedschaft was für die Leute ist oder eine Spende. Ne? Da denkt mal drüber nach. Ruft das auch einfach mal auf, damit die schön Traffic haben auf ihrer Vereinsseite. Und da könntet ihr euch engagieren.
Ganz easy, effektiv, sogar ohne die Wohnung zu verlassen. Wenn es so schön ist, zeige ich euch hier nochmal die Infotafel vom Verein Jüssehilfe, einem Verein, der wirklich Unterstützung gebrauchen kann. Ruft den Link in der Beschreibung auf. Den Platz brauche ich allerdings auch noch, weil mir heute, als ich Facebook aufgerufen habe, da habe ich auf die Glocke geklickt und habe eine tolle Mitteilung erhalten. Eine kleine Challenge für euch. Also man muss das Ganze ein bisschen spaßig und mit Ironie betrachten. Habt ihr denn schon das Markus Söder Top-Fan-Abzeichen erhalten? Ich habe einen Beitrag von dem geliked, so ein bisschen aus Scheiß. Zack, habe ich so ein Abzeichen erhalten. Ich finde, das könntet ihr auch schaffen. Hier ist einmal eingeblendet die Nachricht, ne, dass man dieses Top-Fan-Abzeichen tatsächlich bekommen kann. Und ihr probiert das jetzt mal aus bei dem lieben Herrn Söder. Da kann man sich, man muss ja nicht seiner Meinung sein, man kann ja auch ein bisschen sich kritisch äußern. Und dann ist das halt einfach nur etwas, da ist mir die Kinnlade runtergefallen, dass man da wegen einer einzelnen Interaktion sofort einen Orden verliehen bekommt. Letztlich noch eine kleine Vorschau auf das Jahr. Könnt ihr da hinten das Schwimmbad sehen? Da wird oben ja ein Bereich neu gestaltet, der wohl auch außerhalb der Öffnungszeiten zugänglich sein soll. Ich betrachte das Ganze ein bisschen kritisch. Die Lücke in der Hecke könnte allerdings auch erstellt worden sein, damit die Baugeräte in das Areal können, ohne was kaputt zu machen. Man wird gucken, wie sich das entwickeln wird. Und weil man halt gucken muss, wie sich das entwickeln wird, wird es da vielleicht auch mal einen Beitrag zu geben. Vor diesem Hintergrund nicht vergessen, den Internetauftritt des Vereins Jüssehilfe aufrufen, dort vielleicht ein bisschen interagieren. Das wäre ein wirklich wichtiges Anliegen, ne, im Vergleich zu der anderen Challenge. Hier gibt es vielleicht noch ein bisschen Videos, die ihr als nächstes gucken könntet. Und ich hoffe, dass hier die Videos langsam wieder in Gang kommen. Das Wetter scheint ja insgesamt besser zu werden. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß. Geht nach draußen, entdeckt Herzberg am Harz.